Vorsicht bitte. Verkauf ja Freude an meine Fahrgäste und das funktioniert ja nach wie vor. Und darum ist das ja auch sehr schön, wenn man da sitzen kann und denen zugucken. Aber bis sein Karussell steht, bis er in strahlende Kinderaugen gucken darf, ist es jedes Mal ein ziemlicher Kraftakt. Und das, obwohl er jede Schraube kennt. Seit 4 Jahrzehnten hat Joachim Kritz dieses Kinderkarussell. Vor 2 Wochen hat er schon angefangen aufzubauen. Das wird nichts, das habe ich schon gesehen. Ja. Ich muss dann erst wieder im Baumarkt fahren. Ich glaube, ich war hier schon, seit ich hier bin, schon 10 Mal da oben in dem Baumarkt. Aber das bietet sich halt an. Da nimmst du Fahrrad, bist in 5 Minuten dort, holst du das schnell, und was du brauchst, und dann bist du ja gleich wieder hier. Irgendeine Kleinigkeit sieht er immer. Und das Reparieren lohnt sich. Das war ich gar nicht dabei, dass da nur die Lampen, die Beleuchtung, 18.000 Euro. Was würden Sie sagen, so? Das Ganze. Tutti, kompletti. Also, wenn man neu gibt, kann man das gar nicht mehr bauen lassen. Das kostet heute neu 1,5 Millionen. Mit ein paar neuen Elektrosteckern war es allerdings nicht getan, als sie vor einigen Jahren die große Katastrophe erlebten. In Pforzheim hatte einer in der Nacht sein geliebtes Karussell angezündet. Das kam sogar in der Landesschau damals. Das war schon brutal. Mitten in Pforzheim, vor dem Rathaus, auf dem Marktplatz, hat es einer nachts angezündet. Aber gleich so schlimm, da war auch der Boot, da war alles kaputt. Eine Katastrophe, aber Kritz lässt sich nicht unterkriegen. Schließlich gehört das Karussell zu seinem Leben. Kriegt man es da auch so ein bisschen mit der Schausteller-Ehre, so nicht mit mir? Auch. Es war dann schon eine persönliche Herausforderung auch. Ich sagte, nee, das kann nicht sein. Ich kann mir nicht von irgendeinem, der jetzt plötzlich Lust hatte, irgendwas anzuzünden, mir meine, nicht die Existenz, aber einfach das Mittenteil von meinem Leben. Ich habe das Karussell jetzt seit 40 Jahren bald oder 35 Jahre. Also da hängst du ja auch ein bisschen dran und denkst, Mensch, das müssen wir wieder hinkriegen. Und dann packt dich natürlich auch der Ehrgeiz. Hilfe kam auch aus der Familie. Viele sind Schausteller. Das ist auch ein Teil von meiner Familie. Das ist der Mann von meiner Frau, ihrer Cousine aus der Firma Kinsler. Das ist so, der Roland ist das. Ich würde mal sagen, zu 95% bleiben die Schausteller untereinander. Also das unter sich. Also wenn 5% aus Nicht-Schaustellerkreisen in unsere Kreise kommen, dann wird es wahrscheinlich viel sein. Ein Leben auf Festplätzen, eine recht geschlossene Gesellschaft. Zum Reden findet er daher immer jemanden. Zum Beispiel, als der Musikexpress aufgebaut wird. Der war auch mal im Familienbesitz. Aber würden Sie nicht sagen, dass Sie so ein bisschen, wenn ich es mal so überspitzt sagen darf, so diese alte Vasenadel? Das würde ich so nicht. Ich erfahre schon eine gewisse Anerkennung für meine Lebensleistung. Das muss ich also auch bei ganz jungen Kollegen. Selbst die kommen zu mir und unterhalten sich mit mir. Das freut mich auch ganz arg, dass die mich nicht, sondern nee, die tun das schon honorieren, was wir so im Leben so geleistet haben oder wie wir halt eben uns auch, wie wir uns auf den Festplätzen halt auch bewegt haben, dass man halt auch einen kleinen Konkurrenten anständig sein muss und sagen, ja komm her, ich fahr weg oder ich helfe dir oder wie. Und das kommt jetzt halt eben im Alter halt alles zurück. Und bei manchem Bild auf dem Vasen, da fallen ihm dann auch die ganz alten Geschichten ein. Dieser Autoscooter beispielsweise, der gehörte auch mal den Vorfahren. Überhaupt, Krieg und Nachkriegszeit, da hat auch seine Familie viel erlebt. Da waren ja auf dem Vasen viele Schausteller gestanden während dem Krieg. Und dann mussten sie aber umziehen, weil der Vasen dann auch bombardiert wurde. Meine Schwiegermutter hatte das Glück, dass mit ihrer Oma nach Waldkirch gehen zu können, da so bei Freiburg da unten, da war ja gar nichts. Aber so die Stuttgarter Schausteller, die hat der Krieg damals schon sehr getroffen. Generationen später macht auch Sohn Julius in der Schaustellerei weiter. Er setzt auf vegan mit Mais. Meine Tante und mein Onkel haben sich in Ruhestand verabschiedet. Und bei uns hat sich betrieblich ein bisschen was verändert, bei meiner Familie, mit meinen Eltern. Und dann habe ich die 2 übernommen. Ich bin hier mit 2 solchen Maiskolben. Und ja, dann hat sich das innerfamiliär so ergeben. Wie seit Generationen schon. Joachim Kritz jedenfalls schaut zufrieden auf seine Familie und seine Laufbahn zurück. Und er freut sich über lachende Kinder in seinem Karussell. Seit mittlerweile 40 Jahren.